für unser Beef Brisket aus dem Dutch Oven. Ihr fragt euch, Jungs, ihr habt hier einen geilen Pellet Smoker vom Esther, ihr könnt es doch klassisch machen. Ja, aber manche haben das einfach nicht und die haben keinen Grill, die haben keinen Smoker, die haben nur einen Dutch Oven. Sehr geil, aber wir zeigen dir jetzt, wie ein richtig geiles Beef Brisket aus dem Dutch Oven funktioniert. Und wir brauchen ein paar Zutaten. Hier haben wir der 4,5er Dutch Oven Barbecue Toro. Unten einen Link, falls ihr noch keinen habt. Hier haben wir ein schönes Stück Rinderbrust. Die ist jetzt relativ klein geraten. Die gibt es natürlich in viel größer. Ihr müsst die so kaufen, dass die im Dutch Oven passt. Oder ihr schneidet die zurecht. So perfekt für uns. Dann ein bisschen Butterschmalz. Karotten. Ein paar Karotten. Die hat der Gordon schon schön geschnitten. Dann zwei Chilis. Ein paar kleine Topke. Also, fängt schon sehr gut an, muss ich echt sagen. Hier ein paar kleine Cocktailtomaten, eine rote Paprika, schön in Streifen geschnitten. Hier Magic Dust und hier haben wir Gemüsebrühe. Und das war schon, mehr haben wir nicht. Hier haben wir die Kohlen vom Mac Briquette und der Dutch Oven. Was müssen wir jetzt tun? Weil wir wollen das scharf anbraten. Da heißt, dieses Ding muss hier drauf. Jetzt warten wir kurz, bis wir richtig Hitze haben. Dann kommt Butterschmalz rein und dann richtig Schub. Okay, ich glaube, wir haben jetzt genug Hitze. Jetzt nehmen wir ein bisschen Butterschmalz, packen die da rein. Wenn der Gordon noch nicht bereit ist, dann hat er jetzt Pech. Ich glaube, auch Butterschmalz ist jetzt nicht so mega interessant, wie das jetzt in den Topf da reinfällt. Lassen wir das kurz schmelzen, ein bisschen heiß werden und dann geht es eigentlich Schlag auf Schlag. Das heißt, erstmal mit der... Nein! Fettseite anschneiden. Na, so sieht sie mir aus. Die Hälfte hätten wir schon wieder vergessen. Herzlich willkommen bei MG Barbecue. Hier läuft nichts glatt, weil hier läuft es genau so wie bei dir manchmal zu Hause. Nämlich alles nicht perfekt, aber das ist ja okay. Im Schluss muss es einfach nur schmecken. Wir schneiden jetzt die Fettschicht von unserer schönen Rinderbrust einfach an. Das heißt, wir nehmen ein bockscharfes Messer und schneiden einfach mit unserem bockscharfen Messer diese Fettschicht an und schneiden natürlich nicht rein ins Fleisch. Wie man euch immer schön erzählt, werden wir das auch nicht tun. So, wir machen aber rautenförmig, das heißt, wir schneiden so rüber einfach auch noch an. Und jetzt nehmen wir unser Brisket und schmeißen das erstmal mit der Fettseite rein. Also nicht schmeißen. Ha! Ich stelle mir diesmal hin, weil ich bin ja anders okay. Wie der Gordon, weil der steckt euch immer der Rücken hin. Das ist unpersönlich. Das meine ich natürlich nicht, weil ich gucke euch schön an. Und jetzt. Geil, ne? So muss es sein. Das machen wir auf beiden Seiten. Also warten jetzt kurz 2 Minuten, 1 Minute schon im Dreh. Drehen das einfach um. Wir brauchen Hitze. In der Zwischenzeit trinken wir ein Bier. Dann nehmen wir unser Gewürz, würzen ein bisschen einfach von oben oder soll ich nachher würzen? Würzt nachher, weil wenn du noch was drüber gießt, ist das Würze gleich weg. Ja, das ist ja nachher aber auch weg. Aber Gordon sagt es wieder anders, jetzt nehmen wir nämlich unsere Karotten. Ich krieg's heute noch hin. Kommen wir die schön rein. Dann unsere Tomätchen. Guckt euch mal das an, sieht schon sehr geil aus. Jeder Vegetarier wird jetzt richtig einen abgehen. So. Dann nehmen wir unsere Chilis. Die legen wir jetzt einfach ein bisschen mit dazu. Die sollen einfach ein bisschen die Schärfe abgeben. Ich fühle mich gerade wie so ein Starkoch hier, ein bisschen Schärfe. Ahnung habe ich eigentlich gar keine, aber egal. Jetzt nehmen wir unsere Gemüsebrühe. Hier haben wir einen Liter. Ein Liter, genau. Und jetzt löschen wir das Ganze einfach nur ab. Guckt euch das an. Nicht ganz bedecken, nur so wie es jetzt ist. Es geht relativ Flüssigkeit noch raus, weil das Ganze muss jetzt nämlich relativ oder richtig lang vor sich hin schmoren eigentlich. Jetzt nehmen wir unser Magic Dust. Das heißt, jetzt wird bloß noch ein bisschen gewürzt, einfach ein bisschen Geschmack. Würzt noch nicht so viel, ihr könnt danach einfach mehr nachwürzen noch. Ein bisschen Magic Dust einfach so drüber. Ein bisschen rein. Jetzt nehmen wir unseren Deckel. Okay, der war nicht heiß. Tun ihn oben drauf. Und die genauen Meckenangaben. Die genauen
Die genaue Verteilung von diesen Kohlen könnt ihr in diesem aktuellen Video, wo wir unten oder hier für euch verlinken, weil wir das haben wir schon mal gemacht. Wir streben eine Temperatur von 100 Grad an, oder? Mhm, und dann darf das Ganze mindestens für 12 Stunden, also wir haben jetzt 18 Uhr. Jetzt 19. haben wir 19.30 Uhr. Genau. Und dann eben bis morgen früh sehen wir uns wieder. Genau. Dann drehen wir uns morgen früh. Mathematik war noch nie so meine Stärke, darum musste ich gerade überlegen und gucke der Gordon einfach. Ich ruf dich an, wenn du da sein sollst, genau. Dann kommst du schnell vorbei. Wie viel Kohlen wir drauflegen, könnt ihr am anderen Video gucken, das schalten wir jetzt nämlich ab. 12 Stunden später sind jetzt rum, ihr merkt schon, hier steht nämlich kein Dutch oben mehr drauf. Wir haben ein bisschen beschissen, wir sind ganz ehrlich, die Kohlen waren nach 3-4 Stunden einfach weg. Dann haben wir gesagt, wir machen den Pellet Smoker an, regeln den auf 100 Grad ein und das schnurrt einfach durch die ganze Nacht und du musst die einfach nicht um nichts mehr kümmern. Jetzt würde ich aber sagen, wir holen das Ding jetzt runter, stellen es auf den Tisch und dann gucken wir gemeinsam rein. Okay, und jetzt machen wir den Deckel mal auf. Guckt euch das an. Sieht das nicht geil aus? Richtig, richtig geil. Hier ist unser Stück Fleisch da unten. Und ihr merkt jetzt schon, die Soße, die ist jetzt so leicht dicklich. Das liegt einfach da dran, weil jetzt so viel Fett auch rausgekommen ist. Guckt mal an. Das haben wir schon mal in zwei Stücke zerrupft. Weil wir wollten es vorher rausheben und dann ist uns verfallen. Ich würde jetzt sagen, wir nehmen jetzt... Oh, guckt mal an. Wir nehmen jetzt ein Stück raus. Legen das da her. Und hier haben wir das. Schaut mal da an, das Fett. Das kann man richtig schon runter. Also jeder, wo Fett mag, hat jetzt im Endeffekt jetzt schon verloren. Aber egal. Jetzt schneiden wir einfach mal an. Guckt euch mal das an. Das verfällt im Endeffekt richtig geil. Schon absolut. Guckt euch das mal an. Sehr, sehr geil. Sieht saftig aus. Uiuiui. Darf man gar nicht so berühren. Das ist im Endeffekt fast schon wie Pulled Pork, bloß aus Rind. Ich würde jetzt aber sagen, jetzt kommt der Gordon nämlich vor der Kamera und dann werden wir essen. Und jetzt haben wir eins der längsten Gerichte, die man so machen kann, im Dutch Oven. Wir haben noch nie was Längeres im Dutch Oven. Aber ich würde sagen, wir gehabt, probieren es gemacht, wie auch immer. Okay. Heiß? Warte, jetzt sind heiß. Verfallen tut es ja komplett. Ich brauche also, einen guten. Einen guten. Guck dir das mal an. Mega. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Mhm. Dazu noch ein bisschen mit der Soße. Mhm. Ist ja nicht trocken, gar nicht. Also Beef Brisket aus dem Dutch Oven kann man schon mal machen. Wenn man Zeit hat, auf jeden Fall. Mhm. Müsst es halt alle 3-5 Stunden deinen Kohl nachlegen. Wir haben uns ein bisschen leichter getan, weil wir ja eben noch einen anderen Long Job auf dem Pellet Smoker hatten, weil jetzt nur für den Dutch Oven den Pellet Smoker anzuhauen für 12 Stunden macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Da ist es natürlich viel, viel leichter mit den Kohlen. Also von daher war das völlig klar für uns. Wir werden auf jeden Fall jetzt das nochmal klein schneiden, klein rupfen. Viel schneiden müssen wir da nicht. So zart ist es auf jeden Fall. Und dann lassen wir uns das richtig geil schmecken. Wenn dir das Video gefallen hat und du noch mehr von diesen coolen Sachen sehen willst, dann solltest du uns auf jeden Fall liken, kommentieren und abonnieren. Dann kriegst du immer mit, wenn ein neues Video von uns erscheint. Und zwar dreimal die Woche, immer am Dienstag. Du wolltest sagen am? Donnerstag und genau. Am Sonntag. Genau. Und dann sehen wir uns wieder, und zwar, wenn es wieder heißt MG Barbecue. Jetzt auch gleich. Ich auch.